Hey Leute, Coach Steffi und heute erkläre ich euch, wie ihr es schafft, die untere Brust nur mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. An sich spannt immer die komplette Brust an, wenn ich eine Brustübung mache. Ich kann nur den Fokus ein bisschen verändern. Wenn ich so schräg nach oben drücke, habe ich ein bisschen mehr die obere Brust. Und wenn ich schräg nach unten drücke, ein bisschen mehr die untere Brust. Im Fitnessstudio ist daher leicht, den Fokus zu ändern, weil du negatives Bankdrücken machen kannst, die Bank schräg legen kannst, dann hast du den unteren Anteil drin. Das Problem ist eher, wenn du mit dem eigenen Körpergewicht trainierst, weil dann kannst du nicht einfach eine Langhantel nehmen, weil du die daheim nicht hast. Du kannst auch nicht mit den Kurzhanteln daheim negativ Bankdrücken machen, weil du daheim wahrscheinlich keine verstellbare Hantelbank hast. Daher habe ich euch heute drei Übungen zusammengestellt, mit denen ihr daheim mit dem eigenen Körpergewicht die untere Brust treffen könnt. Wir sparen uns auch gleich weitere Worte und fangen direkt an mit der ersten Übung. Kennt ihr auf jeden Fall, sind die Dips. Je nachdem, wie ich die Dips ausführe, habe ich mehr den Trizeps oder mehr die untere Brust drin. Und ich zeige euch jetzt, was der Unterschied ist, damit wir uns hier verstehen. Geht ihr an die Dipbarren und seid recht aufrecht und geht hier hoch und runter, dann habt ihr den Trizeps hier im Fokus. Ihr müsst immer gucken, welches Gelenk bewegt sich. Und wenn ich hier aufrecht arbeite, kommt die Hauptbewegung aus dem Ellenbogen. Das ist die Armstreckung. Das macht der Armstrecker. Das ist der Trizeps. Da ist hier der Fokus. Ich muss mich nach vorne neigen, damit ich diese Bewegung habe. Ihr müsst gucken, die Brust hier. Macht mal selber alle mit. Nehmt die Arme, 70 Grad Winkel, Schultern zurück. Und jetzt die Brust nach vorne. Hier wollt ihr anspannen. Das heißt, den Winkel nach unten, den muss ich jetzt hier übersetzen. Ich gehe also mit dem Hintern hoch, Kopf runter und mache hier meine Dips, damit ich hier schräg stehe mit dem Oberkörper. Ja, mein Oberkörper sollte so sein, nicht aufrecht, sondern so. Ich zeige es nochmal, anstatt so, hier, Hintern zurück und dann wird hier gearbeitet und währenddessen bitte auch die ganze Zeit Schulterblätter hinten, runter und squeeze. Ach so, ja, und falls ihr keine Dipbarren habt, dann kauft euch welche. Ist so meine Nummer 1 Empfehlung an Equipment, wenn ihr euch was zulegen wollt. Wir haben hier die von den Jungs von Klimmzugstangen.de, sind auch gleichzeitig der Sponsor vom heutigen Video. Und das sind die hochwertigsten, besten Dipbarren, die ihr für daheim kaufen könnt. Mit meinem Gutscheincode bekommt ihr da noch mal ein paar Prozente. Ist unten in der Infobox verlinkt. Kommen wir auch gleich zur zweiten Übung und das sind die Straight Bar Dips. Das ist so ziemlich das Pendant zum Negativ-Bankdrücken mit der Langhantel, weil hier nehmen wir auch die Bar straight, also gerade, und drücken uns hier hoch, haben dann auch schön diesen Negativwinkel. Wir gehen einfach hier hoch, Beine leicht nach vorne, dass ihr im Gleichgewicht seid, gehen dann hier komplett runter bis zur Brust, oberer Bauch, und drücken uns dann von hier hoch, runter, hoch. Ihr habt natürlich auch hier klar Trizeps, die Schulter drin, wie beim Bankdrücken auch. Aber ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr die Übung nicht kennt und ihr macht jetzt mal 10 Wiederholungen, wenn ihr 10 überhaupt schafft, das ist Game Changer. Das ist eine Hardcore-Übung aus dem Calisthenics-Bereich, gerade für die untere Brust, weil ihr da genau diese Bewegung habt mit der Langhantel. Ihr habt einen guten Winkel, dass ihr genau Körpergewicht da reinbringt, um nochmal Muskeln aufzubauen. Ich zeige es euch nochmal, einfach, dass ihr es versteht. Ja, bisschen breiter als Schulterbreit, untere Brust und von hier ganz hoch, untere Brust, ganz hoch und dann hier wirklich hier arbeiten. Ja, falls ihr jetzt keinen Dipbarren habt, könnt ihr auch rausgehen, geht ein Geländer, seid ein bisschen kreativ. Ich habe noch eine dritte Übung für euch, da braucht ihr absolut gar keine Geräte, keine Dipbarren, keine Geländer und vor allem keine Kreativität. Und zwar brauchen wir nur eine Erhöhung. Wir können ja auch Liegestütze machen, erhöht, und haben daher auch diesen Negativwinkel. Das Problem daran ist, desto höher ich mich hier natürlich aufstütze, desto leichter werden auch die Liegestütze. Das will ich eigentlich nicht. Ich will nur den Winkel haben. Dementsprechend nehme ich etwas, was nicht ganz so hoch ist, gehe hier hin und bringe die Hüfte hier runter. Ich muss hier quasi mich hier durchbiegen, damit ich den Winkel vom Arm zum Oberkörper wieder so habe, wie ich ihn haben will. Und mache dann quasi so meine Liegestütze. Kann ein bisschen deinem Rücken durchhängen. Ist nicht verkehrt für Leute, die häufig Rückenschmerzen haben. Gleich ein bisschen den Hüftbeuger gedehnt. Und dann arbeite ich hier. Und ziele auch die Kante zum unteren Bauch. Ja, ich gehe in den Winkel und habe die Kante dann hier ungefähr. Probiert es mal aus. Ihr werdet merken, oh, funktioniert ja. Ich merke es ja sogar. Aber auch hier wieder. Schulterblätter zurück, unten lassen und mit dem Squeeze hier arbeiten.
Und das war's für heute. Macht was draus. Ihr könnt natürlich auch einfach meine Workouts machen. Da ist schon alles, was ich euch hier als Tipps gebe, immer irgendwie eingebaut, dass ihr es abgedeckt habt. Genauso natürlich in meinem How-to-Train-E-Book, in meinem Hybrid-Trainingsprogramm. Auch in allen Programmen sind die Tipps schon angewendet. Wir sprechen es gar nicht extra an, wir machen es da einfach. Weil Programme ist wirklich durchziehen. Programm machst du nicht, um was zu lernen. Da kannst du ein E-Book lesen. Programm ist wirklich Training, let's go, gib Gas. Okay, aber dazu auch alles auf der Website, könnt ihr mal durchklicken, vielleicht ist was für euch dabei. Wenn nicht, auch nicht schlimm, reicht mir, wenn ihr die Videos guckt und einen Kommentar da lasst. Und falls euch das Video gefallen hat, Kanal abonnieren. Falls nicht, könnt ihr trotzdem abonnieren, kostet nichts. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.